Auf dem Hunsrück ist es Winter geworden. Damit ist die Zeit gekommen, in der im bäuerlichen Betrieb mit dem Leinenweben begonnen werden konnte. In Dickenschied ist inzwischen der alte Handwebstuhl aufgebaut worden. Für Wilhelm Mosel und Otto Kloß, die die vorbereitenden Arbeiten zum Leinenweben für den Film noch einmal demonstrieren, beginnt jetzt der aufwendigste Abschnitt in der Leinenproduktion. Das Kettgarn muss auf den Webstuhl aufgebäumt, das heißt aufgespannt werden. Dazu sind einige Helfer erforderlich. Gelegentlich unterstützten sich dabei mehrere Familien gegenseitig. In das Kettende wird ein Weidenstecken eingeschoben. So, Otto, jetzt ziehst du dich nur da durch. Ja. So, jawohl. Jetzt so, festgehalten jetzt nochmal. Bin ich das hier fest. So, mach ich die Knoten fester. Da ziehen wir die Gänge auseinander. Da, ja. Jetzt müssen die einzelnen Gänge, das heißt die beim Scheren entstandenen Garnstränge von je 40 Fäden, gleichmäßig auseinandergezogen werden. So, die Gänge auseinanderziehen. Dahin. Nächste zwei dahin. Jetzt so. Voneinander. Langsam, nicht Menge. Kann ich nicht so Menge werden. Dann jetzt die zwei noch, ein bisschen näher, dann geht's weiter. Frau Kloß, die beim Aufbäumen mithilft, steht auf der Vorderseite des Webstuhls und muss darauf achten, dass sie die Kette gleichmäßig und stramm zieht. Die Männer befestigen den Stecken am Kett- oder Warenbaum. So. Jetzt passen wir auf. Wilhelm Mosel setzt den Scheit- oder Lesekamm ein. Dieser dient dazu, die Kette beim Aufwickeln gleichmäßig breit auseinanderzuhalten. Zwischen die Holzzähne des Lesekamms wird jeweils ein Gang eingelegt. Dabei müssen die Männer darauf achten, dass sich die Gänge nicht überkreuzen, sondern gleichmäßig nebeneinander liegen. Eine Überkreuzung nur weniger Fäden könnte bereits zu Webfehlern führen. Deshalb ist beim Aufbäumen größte Sorgfalt erforderlich. So, leg die mal rüber, oder? Halt auf Trend, du die, da hinten. Da kann dieser da hier richtig einlegen. So ist das richtig, ja? Nein. Wo ist denn der? So, die weiter. Nächste. Das sind die nochmal sechs Stück. Und du wolltest. Wie stimmt es mal? So, hin? Ja. Das war nicht der Abgang. Der hier nicht, der hier nicht zu. So. Der hier hat noch zu dem, oder? Ne? Ist das so reingegangen, oder? Wenn der letzte Gang eingelegt ist, stecken die Männer die Verschlussleiste auf den Lesekamm, damit das Garn nicht herausrutscht. So, hat sich drauf gemacht. Mal versucht drin zu stecken. Wilhelm Mosel befestigt die Leiste zusätzlich mit Holzdübeln am Kamm. So, oder komm unten raus. So, der Stock jetzt. Also innen noch das. Der Dünker. So. Jetzt kann mit dem Aufwickeln des Garns auf den Kettbaum begonnen werden. Die beiden Helfer drehen langsam den Baum mit zwei durchgesteckten Hebeln. Gleichzeitig hält der Weber den Lesekamm mit den Gängen. Schlecht geschmiert. So, weiter. Durch die Spannung des Garns fällt es den Helfern schwer, den Kettbaum zu drehen.
weiter. Tschüss alle, stramm. Wilhelm Mosel muss den Kamm gerade in der Kette halten, damit sich die Garnlagen beim Aufziehen gleichmäßig auf den Baum verteilen. Frau Kloß sorgt für einen strammen Zug der Fäden. Immer wieder greift sie mit der Hand ordnend in das Garn ein. Moment. Sinkt einer. Langsam. Um eine gleichmäßige Spannung des Garns und ein festes Aufwickeln zu garantieren, muss die Helferin mit ganzer Kraft an der Kette ziehen. Auf diese Weise löst sich langsam der Kettenzopf. Jetzt macht euch das. Gut. So, ich schau mal den Strick weg. Moment. In die Schlaufe des Kettanfangs legt Frau Kloß eine Kordel ein. So kann sie weiterhin daran ziehen, bis das Garn fast vollständig auf den Baum gewickelt worden ist. Hals weiter. Wilhelm Mosel bindet die Kordel mit dem Kettanfang am Brustbaum fest. Nagel rein. Nächste Nagel. Bitte. Der Weber zieht zuerst einen, danach einen zweiten Stecken durch das bereits beim Scheren der Kette erzeugte Fadenkreuz durch. Auf diese Weise wird das Garn in zwei gleichmäßige Hälften geteilt, wobei abwechselnd zwei Fäden unten und zwei Fäden oben zu liegen kommen. Die Einreffstecken werden an Hängehaltern am Webstuhl befestigt. Sie verbleiben während des Anknotens und auch später beim Weben in der Kette. So, Adolf, wir zwei haben es auch geschafft. Wir gehen. So, alle, Wiedersehen. An der Jörg, sag du dich auch was wünschen. Da sind wir auch mal gespannt. Wünsche dir an der Jörg. Der nächste Spruch. Wilhelm, guck mal um. Feuer. In der Webkammer sorgt man auch für eine konstante Temperatur im Raum und für eine gleichmäßige Luftfeuchtigkeit, da sich die Fäden je nach Luftfeuchte dehnen oder verkürzen können. So, oder die Zäpfchen raus? Ja. Die Männer nehmen den Lesekamm, der nun nicht mehr gebraucht wird, heraus. So, festkommen. So, oder macht der Strick ab? Ja. Gerade anziehen und fallen lassen. Gut. Jetzt können die Männer mit dem Anknüpfen der Fäden beginnen. Dazu müssen Wilhelm Mosel und sein Helfer zuerst die Weblade und das Geschirr, das heißt die Schäfte und das Ried, in den Webstuhl einhängen. So, jetzt gibst du mal Geschirr her. Im Geschirr ist noch der Rest der alten Kette verblieben, der vom zuletzt gewebten Tuch abgeschnitten worden ist. Er erleichtert später das Anknüpfen. Die Männer setzen das Ried in die Lade ein. Gut. So, das Geschirr. Ebenso wie die Lade legt Wilhelm Mosel die Hängevorrichtung für die Schäfte auf den Stuhlrahmen auf. Der Weber und sein Helfer befestigen nun daran die Schäfte an Lederschlaufen.
So, dann hängen wir zurück, greifen wir da oben. Und dann zurück. Um Platz im Webstuhl für das Anknüpfen zu gewinnen, müssen die Männer die Lade und das Geschirr vorläufig nach vorne schieben. So. In das Ende des zuletzt gearbeiteten Tuchs ist ein Weidenstecken eingewebt worden. Er wird mit dem alten Kettenrest, dem sogenannten Trumm, in den Schlitz des Brustbaums eingelegt und mit Holzzapfen festgemacht. So, da hol ich was aber. Guck's mal, wo ein Blei steht. Ich lade ihn mal ab. Jetzt prüft der Weber, ob der Webstuhl richtig im Winkel und im Lot steht. Ein schief oder schräg stehendes Stuhlgestell kann beim Anknüpfen und späteren Weben zu einem verzogenen, ungleichmäßig gewebten Tuch führen. Eine kleine Ungleichheit der Ständer oder bereits eine Unebenheit des Fußbodens kann solche Fehler verursachen. So, da. Da fehlen 3 bis 4 Zentimeter. Oh, das viel? Das viel, ja. So, jetzt sollen wir hochheben. Nun steht der Stuhl in der Waage. Wilhelm Mosel hängt die Querhölzer an die Schäfte. Sie werden später mit den Tritten verbunden und ermöglichen ein senkrechtes Herunterziehen des Geschirrs. An der Schaftseite sind die Gänge des alten Kettendes ineinander geschlungen. Der Weber löst sie nun. Wie bei der neuen Kette enthält jeder Gang 40 Fäden. Insgesamt 1440 Fäden, die an die neue Kette angeknüpft werden müssen. So, warte, jetzt mach ich den Strick ab. So, die holst du jetzt. Nachdem Wilhelm Mosel die Kordel vom Anfang der neuen Kette gelöst hat, schneidet er die Garnschlaufen auf. Dabei muss er darauf achten, dass sich die Fäden nicht zu sehr verwirren oder überkreuzen. Der Weber zieht auch die Kordel, die beim Scheren der Kette in das Fadenkreuz eingelegt worden ist, heraus. Sie ist inzwischen durch die beiden Stecken ersetzt worden und wird nicht mehr gebraucht. So, jetzt wäre das fertig. Müssen wir hier drehen. Um die Kette im Arbeitsbereich zu verlängern, wickelt Otto Kloß etwas Garn vom Kettbaum ab. Also. So, jetzt kommst du her. Jetzt probieren wir noch an dem anderen Ende, ob das auch so lang geht. Nun muss Gang für Gang der neuen Kette auf den Stecken sortiert werden. Das ist notwendig, da sich beim späteren Anknüpfen kein Faden überkreuzen darf. Die Männer achten daher sehr penibel auf die richtige Reihenfolge des Garns. Die greife, wo ich rausziehe, schiebe sie gerade rüber. Mit rüberziehen. Andere hier. So. So.
Gleich messen wir von der. Messen wir los. Jetzt liegt das Garn gerade und sortiert auf den Einreffstecken. Hier ist er lang. So, ist gut. Gehen wir auf die andere Seite an der Garbahn und drehen wir ein bisschen zurück. Nun messen die Männer die Länge der Kettfäden am linken und rechten Rand. Die Stranglänge soll konstant sein. Zu lange Fäden werden daher später beim Anknoten abgeschnitten. Passt, ist gut. Affirmativ. So, gießen wir die Sitzbank. Otto Kloß arretiert den Kettbaum, damit sich die Kette beim Anknoten nicht abwickelt. Sitzbank. Das nun folgende Anknoten ist eine mühsame, zeitaufwendige Arbeit. Zunächst kürzt Wilhelm Mosel die Fäden der neuen Kette auf die richtige Länge. Er schneidet die Schlaufen des alten Kettendes auf. Jetzt muss jeder Faden der alten Kette in richtiger Reihenfolge mit einem Faden der neuen Kette zusammengedreht bzw. verknotet werden. Das erfordert viel Fingerspitzengefühl und hohe Konzentration. In der gewerblichen Weberei war es daher gelegentlich üblich, dass der Weber diese teilweise mehrere Tage dauernde Tätigkeit nicht selbst ausübte, sondern sie gegen Lohn von geschickten jungen Frauen ausführen ließ. Die für den Eigenbedarf webenden Bauern knoteten die Kette in der Regel selbst an. Der Helfer sortiert die Fäden vor dem Anknüpfen paarweise vor, damit kontrolliert werden kann, ob sich kein Fehler eingeschlichen hat. Ein Paar von zwei zusammengehörigen Fäden heißt Kameraden. Ein einzelner Faden, Kamerad. Im Geschirr laufen die Fäden abwechselnd durch einen und durch den anderen Schaft. Dadurch entsteht später beim Weben die typische Leinenbindung mit sich abwechselnd überkreuzendem Garn. Da war Zucker gelagert in einem Plastiksack. Die einzelnen Fadenenden werden von Wilhelm Mosel angedreht. Zum Anknoten bildet er eine Schlaufe und zieht sie anschließend zu. Der im Geschirr verbliebene Rest der alten Kette erleichtert dem Weber die Arbeit beträchtlich. Ist kein Kettenrest vorhanden, müssen die Fäden der neuen Kette mühsam durch die Ösen der Schäfte und anschließend durch den Riedkamm gezogen werden. Das nimmt wesentlich mehr Zeit in Anspruch als das Anknoten. Nach einigen Stunden haben die Männer bereits die Hälfte der Fäden angeknotet. Der Platz im Webstuhl wird immer enger. Ja, hier ist noch ein Kamerad. Der ist noch, du hast noch einen, viel muss ich auch noch finden. Die Knoten, die Wilhelm Mosel hier ausführt, müssen möglichst klein sein, damit sie sich später problemlos durch die Litzen der Schäfte ziehen lassen. Bleiben sie hängen, besteht die Gefahr des Fadenbruchs. Die vier Fäden, da wo wir dann drankommen, dass wir die richtige Lage kriegen. Ich passe auf schon. Das für die Kette gebrauchte Leinengarn haben Frauen meist an langen Winterabenden mit dem Spinnrad gesponnen.
Um ein schönes Gewebe zu erzielen, muss es möglichst in gleichmäßiger Stärke gearbeitet worden sein. Unebenheiten im Kettgarn können später beim Weben zu Fadenrissen führen. So, einen Moment. Das wechseln wir. Das ist wunderbar. Das Anknoten der Kette war gerade für ältere Weber beschwerlich. Die Augen ermüdeten schnell und das lange Sitzen in gebeugter Haltung verursachte Gliederschmerzen. Immer wieder feuchtet der Weber die Finger mit Fett an, um besser die Fäden drehen zu können. Hier, die zwei Kameraden laufen hier. Manchmal müssen die entsprechenden Kameraden gesucht werden, da das Garn eines Ganges nicht immer in richtiger Reihenfolge liegt. Jawohl. Ein Moment, oder? Mal gerade aufschneiden. An der alten Kette schneidet Wilhelm Mosel wieder eine Gangschlaufe mit dem Messer auf. Die hat aber kalt gelassen. Also Schere. Ich habe schon gedacht, ich muss auch mal Schere. Die vergesse ich ja doch. In der Webkammer soll es nicht zu kalt werden, da das Anknoten mit kalten und klammen Fingern wesentlich langsamer vonstatten geht. Dennoch darf der Ofen nicht zu heiß sein, da sich sonst in der veränderten Luftfeuchtigkeit schon das Garn verziehen Schere könnte. Ich will hier doch nicht, dass der das war kalt. So ist es. Am nächsten Tag. Wilhelm Mosel und Otto Kloß sind mit dem Anknoten der Kette fast am Ende angekommen. Bald wird es sich herausstellen, ob kein Faden vergessen wurde und das Garn in richtiger Reihenfolge verbunden ist. Die je nach Anzahl der Kettfäden mehrere Tage dauernde mühsame Arbeit steht kurz vor dem Abschluss. Deutlich sind Knoten und Fadenenden zu sehen. Sie liegen noch vor den Schäften und müssen später durch das Geschirr und das Ried durchgezogen werden. So, die nächsten zwei, oder? So, weiter, der nächste. So, gib mir noch den Faden daher. Ist das der Kamerad dazu? Ja. So, und der Faden noch. Gut. So, reichen wir den nächsten Faden, oder? Wie viel Stück hast du jetzt noch? Noch einer. Noch einer? Hm. Ich habe noch zwei da. Müssen wir eine Spule anhängen? Ja, noch. Beim Abschluss des Anknüpfens stellt sich heraus, dass am alten Kettenrest noch zwei Fäden übrig sind. Durch Anhängen einer Spule ergänzen die Männer die neue Kette noch um mehr, einen noch Faden. Mehr, noch mehr. So. So, also die zwei Fäden, die knoten wir an der einen da an, dass der Salven stärker wird. Ja.
Und was für mich mal gemacht war? Stramm halt die Spule. Das ist der Knuderisch, ich kriege da. Da muss ich zweimal knudern. Stramm halt. Stramm. Die Spule bleibt während des Webens hinter dem Webstuhl liegen und rollt sich allmählich ab. So, ich tue noch die Schere. Ja. Jetzt müssen die Knoten durch das Geschirr gezogen werden. Zunächst verbindet Wilhelm Mosel den Brustbaum durch eine Schnur mit dem Tuch- oder Warenbaum. Fest genug. Das ermöglicht dem Weber durch das Drehen des Feststellrades auch den Brustbaum zu bewegen und so die lose Kette zu spannen. Mit Pferdekämmen glätten Wilhelm Mosel und Otto Kloß die Fadenenden, damit sie sich problemloser durch die Ösen der Schäfte ziehen lassen. So, Schluss. Komm. Ist gut. Komm, Bären, da wird durchgeschafft. Heide aus ohne Granada. Ja, ja. Wie noch Arbeit. Gibt's noch die Knöpfe? Die Männer beginnen nun mit dem Durchschaffen. Ja, noch immer so. Zuerst muss ganz vorsichtig der eine, dann der andere Schaft nach hinten über die Knotenreihe hinweggezogen werden. Das Durchziehen erfordert Fingerspitzengefühl, um Fadenbrüche möglichst zu vermeiden. Jede Öse, der sogenannte Hempel des Schaftes, rutscht dabei über einen Knoten. Es wird sich herausstellen, ob die Kette gut angeknotet worden ist. Bei dieser Arbeit ist auch die Gefahr, dass die Schäfte beschädigt werden, besonders groß. Noch bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts war es in den Mittelgebirgen, wie hier auf dem Hunsrück, vielerorts üblich, das Leinen für den Hausgebrauch selbst herzustellen. Dennoch besaß bei weitem nicht jeder Haushalt einen eigenen Webstuhl. Viele Familien ließen das selbst gesponnene Garn häufig bei einem Weber, der diesen Beruf meist im Nebenerwerb ausübte, verarbeiten. Als mit dem Aufkommen der Maschinenwebstühle preiswertere Baumwollstoffe das unrentable Leinenweben zunehmend verdrängten, waren es meist ältere Weber, die an der traditionellen Leinenherstellung festhielten und sich damit ihr Brot verdienten. Sie wollten und konnten in ihrem Alter ihren Beruf nicht mehr wechseln. Das Geschirr kann in die Mitte gerückt werden. So, das Beisch hier. Hier das Beisch hier. Ja, jetzt muss das weggehen. Gut. Ganz so lang. Jetzt raus. Hoch rüber. Um das Ried besser über die Knoten durchzuschaffen, ja, nehmen die Männer es aus der Lade heraus. Schief. Hoch und tief, hoch und tief. Sie bewegen das Ried beim Durchziehen auf und ab. Das erleichtert das Durchrutschen der Knoten.
So, oder? Bisschen weiter vor. Gut, rutscht schon wunderbar. Ja, so, gut. Die Lade dabei. Hochheben. Einsetzen. Die erste. Die Lade wird nachgeschoben und das Ried wieder eingelegt. Ist drin. Warte, was noch ein bisschen Spaß. So, es klappt. Wilhelm Mosel steigt nun in den Webstuhl, um die Tritte mit den Schäften zu verbinden. So. So, da gehst du mal nach vorne. Das hat sich nur die Hände. Trotz aller Sorgfalt beim Durchziehen sind einige Kettfäden gerissen. Sie müssen nun wieder angeknüpft werden. Faden reinführen. Gut. Sauber, im Gegensatz zum Anknüpfen ist es jetzt notwendig, das Garn durch die Metallösen der Schäfte und anschließend auch durch das Ried durchzuführen. Vor der Lade knotet Wilhelm Mosel es wieder an das richtige Fadenende des alten Kettenrestes an. Dadurch, dass das Kettgarn gleichmäßig auf den Einreffstecken liegt, kann der Helfer leichter die entsprechenden Kameraden finden. Mit einem Passierhaken, der ähnlich einer Häkelnadel am Ende leicht gebogen ist, zieht der Weber die Fäden durch Schäfte und Ried. Im Gegensatz zum Scheren und Anknoten, das spätere Weben einfacher Leinenstoffe keine großen Kenntnisse erforderte, ließ sich gerade in der bäuerlichen Weberei mancher Landwirt diese vorbereitenden Arbeiten von Fachleuten ausführen oder dabei helfen. Jeder falsch angeknotete Faden verursachte nämlich später unerwünschte Webfehler. Während die Männer in der Bosselkammer mit dem Anknoten der Fäden beschäftigt sind, bereitet Frau Kloß in der Küche die Schlichte vor. Es handelt sich um einen Mehlbrei, mit dem die Kette später bestrichen wird. Dadurch macht man sie strapazier- und gleitfähiger und verhindert, dass die Fäden bei der Beanspruchung durch das Geschirr reißen. In den Mittelgebirgsregionen, wie hier auf dem Hunsrück, verwendete man für die Schlichte das preiswerte Roggenmehl. Es wird mit Wasser zu einem nicht zu dicken Brei angerührt. Am Niederrhein benutzte man häufiger Weizen- oder Buchweizenmehl. Es gab auch Schlichten aus Kartoffel- oder Kastanienmehl. Nachdem Frau Kloß das Mehl erst mit kaltem Wasser angerührt hat, gibt sie nun heißes Wasser dazu und rührt die Schlichte so lange, bis sich die Klumpen aufgelöst haben.
Geschlichtet wurden Leinen und Baumwollketten. Wollgarne mussten geleimt werden. Für Baumwolle benutzte man auch Öl oder Schweineschmalz. Bei Leinengarn verzichtete man meist auf das Fett, da es sich aufgrund der üblichen Bleich- und Waschverfahren nur mühsam aus dem fertigen Gewebe entfernen ließ. Da komm, halt mich stecke fest. Ja. Während Frau Kloß in der Küche die Schlichte angerührt hat, haben die Männer in der Bosselkammer damit begonnen, das Garn für das Auftragen des Mehlbreis vorzubereiten. Dazu schieben sie in das Fadenkreuz hintereinander mehrere Einreffstecken. Durch das Einraffen wird die Oberfläche der Kette strammer und man kann sie leichter bearbeiten. Die Einreffstecken vereinfachen auch das Sortieren und Wiederfinden einzelner Kettfäden, zum Beispiel bei einem Fadenbruch während des Webens. So, dann bringe ich noch mal die Spielchen und die Schläuche. Ja, gut. Ja, da können wir gleich anfangen nachher. Ja, dann webt man schön nachher. Ich denke, das klappt. So, der Skiwader. So geht's. So, fertig, ja. So, jetzt machen wir das Geschäft so recht. Die nicht dran, in die Duschstube. Und da setzt sich schon mal drauf. Das sehen wir, was es bringt. Jetzt das mal. Wilhelm Mosel verbindet nun die Schäfte mit den Fußtritten. Jetzt kann probiert werden, ob die Fachbildung, das heißt das abwechselnde Hochziehen der Schäfte und somit das Anheben jeweils der Hälfte der Kettfäden funktioniert. Mit dem anderen Fuß mal. So, da. Upsa. Hol ich die zwei Stecke. Ja. Ziehen wir hier eine. Probieren wir mal, wie es geht. Der Weber muss die restlichen Stecken nun nicht mehr mühsam einraffen, sondern kann sie problemlos durch das gebildete Fach einschieben. So, jetzt Geschirr vorbei. Hin hoch. Noch zurück. Noch zurück, noch ein bisschen. Gut. Zum Schlichten ist es erforderlich, das Geschirr wieder nach vorne zu rücken. So. Wilhelm Mosel tunkt die Bürsten nur leicht in den Mehlbrei ein. Er darf nicht zu viel Schlichte auftragen, da sonst das Leinengarn zusammenkleben könnte. So, oder? Die Schlicht hätten wir. Ja.
Jetzt kann das trocknen. Stell die Sitzbank dahin. Die restliche Schlichte braucht er später noch beim Weben. Ja, dann muss er erst trocknen. So. Bevor mit dem Anweben begonnen werden kann, muss die feuchte Kette antrocknen.